Hallo und willkommen zurück im vollendeten Griechenland, hier in Horizon Chase Turbo. Ja, das war gar nicht so schwer, das habe ich geschafft. Als nächstes steht nördlich Island an, aber jetzt schauen wir uns erstmal noch das Abenteuer an vom letzten Mal. Ich habe nachgeholt. Den Mechaniker war gar nicht so schwer, ich hatte ja schon 4 erste Plätze, jetzt habe ich auch noch den letzten gemacht und da gab es ja diesen Skin. Da ist der Entwickler mit drauf oder der Publisher. Ne, Entwickler ist es, glaube ich. Aquirus. Sieht eigentlich ganz okay aus. Also dafür, dass man hier nur lahme Lacke bekommt, sonst ist das okay. Und fürs Vollenden von Griechenland habe ich auch einen neuen Wagen bekommen. Den gucken wir uns dann noch an, wenn es wieder in die Kampagne geht. Und jetzt mache ich erstmal mit. Oh je, Dynamit weiter. Und das war nicht meine Lieblingskarre, muss ich sagen. Oh, allerdings eine einfache Strecke. Wer weiß, was sie sich da wieder für Gemeinheiten ausgedacht haben. Naja, ich probier's mal. Ach, siehste? Und jetzt hat er nur 2 Upgrades drin. Kann man sich auch mal angucken. Was habe ich denn drin? Kraftstoffanlage. Man sieht ja eigentlich oben, was verbessert ist. Also, er ist ein bisschen... So, und die Differentiale sind drin. Er ist, hat ein bisschen mehr Beschleunigung, ein bisschen besseres Handling, obwohl er sowieso schon super schlechtes hat. Also es macht dann auch nichts mehr aus, ehrlich gesagt. Und Benzin. Naja, ich probiere es einfach mal. Vielleicht muss ich ihn ins Ziel bringen. Vielleicht ist das schon die Herausforderung. Aha, wieder mit Rivalen. Eieiei. 4 Runden. Schon mal ein super Start gewesen. 4 Runden, 4 Nitros. Okay. So, da hätte ich jetzt eigentlich schon mal was machen können. Aber gut. Oh ja, ich sehe schon, wo die Herausforderung liegen wird. Oh. Die Herausforderung wird da liegen, bei dem Ding überhaupt irgendwo mal Nitro machen zu können. Shit. Und hier sammle ich noch eins. Wie schön. Da gibt's Benzin. Ja, klar. Er will wieder irgendwie... mich ärgern. Ja, und wenn du die außen holst, dann erstens fliegst du raus, zweitens kriegst du auch noch einen Boost, dass du noch zuverlässiger rausfliegst. Naja, das an sich ist das machbar, aber ich habe es jetzt wirklich schlecht angestellt. Man muss rechtzeitig in eine Kurve gehen, vor allen Dingen in die hier. Oh, oh. Oder in die, oder wie auch immer, weil er sonst wieder kommt. Hier. Ihr habt gesehen, wann ich eingelenkt habe, ne? So, mein Nitro ist weg. Es gab auch kein neues mehr einzusammeln, würde ich mal meinen. Aber wenn er keins mehr hat... dann dürfte das aufgehen. Er hält sich dezent hinter mir. So, die letzte Kurve, oder? Letzte Runde, letzte Kurve? Ja. Okay. Dann war das tatsächlich gut machbar. Natürlich auch aufgrund der Strecke. Aber ich denke wirklich, die Gemeinheit liegt hier darin, dass man eben eine Karre hat, mit der man nicht gut Nitro geben kann, weil man in der Kurve so schnell rausfliegt. Okay, der Seestern, der Plattgefahrene, der Patrick, wie ich es immer zu nennen pflege. Na gut, nächster Lack, braun. Ah, jetzt auf einmal wieder so viele Leute, ja. Und nur eine Runde wahrscheinlich. Ih! Habt ihr gesehen, es war gespiegelt. Oder? Habe ich es jetzt mit den Augen? Der Name der Strecke war gespiegelt. Also ist die Strecke auch gespiegelt? Mann, Leute. Okay, ich bin aber recht schnell im Vergleich zu denen hier. Allerdings habe ich auch ein paar zu überwinden. Ach komm, muss der da jetzt reinquatschen? Ich muss die Kurve sehen, hallo? Ich bin aber schon... Junge! Diese Verkehrshindernisse, die machen mich echt fertig. So. Warte mal, den habe ich jetzt aber auch überholt. Mal ein bisschen Tempo machen hier. Jawohl! Oh, ich musste... Scheiße! Ich musste vom Gas gehen. Dann hat er mich auch noch geärgert. Das sieht nach einer mächtig fiesen Kurve aus hier. Die sehen alle fies aus.
Aber es geht eigentlich, wenn ich rechtzeitig einschlage. Oh. Die ist wieder etwas seichter. Noch. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht. Ah. Wann, welche Kurve, wo und wie und überhaupt. Ach Mann, war ja klar. Mann, ich muss doch irgendwie einschlagen. Okay, ich bin Zweiter. Oh, irgendwie habe ich schon zwei Runden gemacht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und irgendeinen muss ich noch... Oh. Scheiße, ob ich den noch kriege. Hätte früher einschlagen müssen. Der ist ja gar nicht sichtbar. Wo ist denn der Erste? Nicht, dass ich es wieder bin. Nein, ich bin's nicht. Da ist einer. Oh, oh. Oh, da ist auch einer. Das waren Überrundungen. Shit. Ah! Oh, hier sind alle möglichen Leute. Hilfe! Das war der da vorne, oder? Keine Ahnung. Ich konnte nicht so schnell drauf gucken. Irgendeiner war da noch sehr schnell. Ich bin am Anfang nicht gut rausgekommen. Gut, der war jetzt aber nicht 5 Sekunden vor mir, ne? Es war sehr knapp. Es war eine halbe. Nicht mal. Ja, ja. Das kriege ich hin, wenn ich es nachhole. Aber es war im Grunde eine Strecke, wo ich nicht sinnvoll Nitro machen konnte. Vielleicht bei diesen beiden etwas längeren Geraden, aber da muss man wissen, wann man da ist. Da muss man ein Gefühl für haben. Okay, eine lange Gerade und seichte Kurven eigentlich auch. Zwei fiese... Ja, mal gucken. Probieren wir das in dunkelblau. Habe ich mir das eingebildet, dass da was gespiegelt war? Drei Runden, drei Nitro. Jetzt geht es wieder gegen einen Rivalen. Das macht die Sache schon mal wesentlich erträglicher. Allerdings ist der Gegner erstmal weg. Ja, hier kann man eigentlich... Ach toll, dreimal Nitro liegen lassen. Ach, du hast auch Nitro, ja? Wolltest du mir mal beweisen, ne? Okay. Dafür habe ich Münzen, guck. Machen wir mal hier ein bisschen Dampf. Ah, das dürfte zu schaffen sein. Ah, er sieht genau, wann ich komme. Oder er weiß, wann ich komme. Und hat was dagegen. Ah, da ist mal eins eingesammelt. Das war knapp. So, jetzt müsste ich einen Boost bekommen haben. Ich habe es nicht so sehr gespürt. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ah, die Kurven sind eigentlich ganz schön, wenn man sie kennt. Oh, ich habe kein Nitro mehr. Jetzt habe ich wieder eins. Aber noch setze ich es nicht ein. Wann setze ich es denn ein? Das ist eine große Frage. Jetzt setze ich es ein. Jetzt kommt ja so eine zarte Kurve, die man noch so ganz gut nehmen kann. Ich dürfte einen guten Vorsprung haben. Und hier wird es ein bisschen brenzlig, da darf ich nicht zu viel riskieren. Benzin, das dürfte nicht mehr mein Problem werden. Sehr schön. Okay, das hat doch funktioniert. Man sieht wieder, ich versage da, wo es ein paar mehr Rivalen gibt. So, drei Runden, ziemlich durchwachsene Strecke. Und in Weinrot könnte man das nennen. Also die Karre ist wirklich nirgendwo attraktiv, finde ich. Weder optisch noch fahrerisch. Oh, süß. Da, es dreht sich schon wieder um. Ich habe es mir nicht eingebildet. Spieglein, Spieglein, ne? Ah. Okay, dann wollen wir mal. Das ist irgendwie die asiatische Strecke. Oh. Asiatische Strecke. Oh Gott, geht das schnell hier? Oh. Schnell und eng. Oh. Ho, 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 ho. Da war ein Nitro. Ah, meine Fresse. Komm, ey. Die haben mich sowas von eingequetscht. Kling, 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 kling. Ah, das ist eine Strecke, die ich noch nicht kenne. Ich traue mich nicht, hier irgendwo Nitro zu machen. Wirklich nicht. Oh, 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 oh.
Nee, also. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, hier vielleicht, aber ich bleib mal an dem dran. Obwohl der auch nicht unbedingt Erster ist. Ah, okay. Durchs Rausfliegen Nitro bekommen, aber wo zur Hölle soll ich das einsetzen? Okay, jetzt habe ich den mal überholt. Hier. Trau mich mal ganz kurz. Kling, 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 kling. Das geht immer so schnell um die Kurve hier rum. Interessanterweise sind die roten Pfeile nicht die gefährliche Kurve. Ah, guck mal, da kommt einer. Also ich komme eigentlich. Oh Mann, scheiße. Ich weiß nicht, wann ich den nehmen soll. Oh Mann, Junge, nerv mich nicht. Oh, come on, was macht der denn hier? Wie fährt der denn diese Kurve? Ich hätte den schon dreimal überholen können. Wenn man bloß an dem vorbeikommen würde. Mann. Jetzt kommt die Überrundung. Das ist natürlich sehr hinderlich, wenn du da gegen einen knallst. Dann bremst es dich wieder wie blöde ab, ne? Boah, sind die alle lahmarschig. Das ist ja unfassbar. Also diese Herausforderung lebt davon, dass die Strecke fies ist und nicht die Konkurrenz. Das hat ja erstaunlich gut geklappt. Also für so viele Rivalen und so eine Strecke, die ich doch erstmal lernen musste. Wow, nicht schlecht. Ja, meine Lieblingsschnecke. Mein Schneckchen. Cool. Drei Runden. Ja, die ist ja so berechenbar, diese... Oh, in lila. Dann bin ich durch, oder? Ja. Sehr schön. Die ist so berechenbar. Du fährst eine schöne lange Kurve, dann kommt... Einmal am Ende jeweils eine fiese enge Kurve, aber boah, das müsste eigentlich passen. Wenn die Pfeile kommen, aufpassen, ansonsten ist egal. Jetzt könnte man natürlich noch gucken. Ja, da kommen sie. Da kommt es nämlich doppelt geschlängelt. Aber das war es dann auch schon wieder. Okay, da gibt es Benzin. Ja, die Münzen sind mir egal. Deshalb sammle ich auch konsequent so gut wie keine ein. Da wäre Nitro gewesen. Okay, außen Nitro in der Rechtskurve. Hier wird es ein bisschen fies. Aber das war es dann auch schon wieder. Das war eine Runde. Ich habe jetzt natürlich schon alle Nitros weg. Vielleicht kommt hier auch nochmal außen Nitro. Ja, bin nicht so richtig. Okay, auch diese Kurven sind nicht allzu fies. Ah, ich muss mal Benzin sammeln. Ich bleib außen, da kam noch ein Nitro. Das will ich haben zur Sicherheit. Ah, ich habe so guten Vorsprung, ne? Na los, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß, dass du hier warst. Aha. Immer am Benzin vorbei. Scheiße, ich hoffe, das geht auf. Oh, wenn ich natürlich hier mal abkacke. Ja, schon letzte Runde, fällt mir gerade so auf. Kommt der noch mal ran? Oh oh. Shit. Ah Mann, dieses Benzin, ey. Ja, egal, bin ja wohl bald durch. Oh oh. Da kommt noch mal Benzin. War das innen oder außen? Das war außen oder so mittig oder ich weiß nicht wo. Bin mal... Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Immer am Benzin vorbei, Alter. Ich hab's gleich. Bitte, bitte schlepp dich noch ins Ziel. Oh. Also der Spannungsfaktor war echt das Benzin. Das Ding hätten sie fieser machen können. Das hätten sie so machen können, dass man wirklich unbedingt wenigstens ein Benzin sammeln muss. Ich glaube, ich hatte tatsächlich gar keins. Das hätten sie so machen müssen, dass man mehr aufs Nitro angewiesen ist. Also ich hatte schon einen sehr komfortablen Vorsprung, ne? Okay, wieder nur eine Strecke, die mir zur Vervollständigung fehlt, wie in der letzten Folge. Und da war es auch die zweite. Aber das kriege ich locker hin in der Folgenpause. Und jetzt geht es endlich nach Island.
Wollte schon sagen, das Upgrade-Rennen wird doch wohl schon freigeschaltet sein. Dann machen wir das zuerst. Gulfoss Wasserfall. Und, oh, eine lange Gerade. Die Strecke kenne ich auch schon. Vielleicht auch so ein Rookie-DLC, weil das ist ja, scheint ja eine Island-Strecke zu sein. Jetzt gehen wir mal auf meine neueste Kreation. Die hatte ich in der letzten Folge freigeschaltet. Das ist der Staubteufel. Den fahre ich jetzt. Wenn ich ehrlich bin, fahre ich ihn nicht zum ersten Mal, denn ich habe ihn ja zum Aufarbeiten der Folge auch benutzt. Oh. Oh. Und der ist gar nicht schlecht, außer dass ich jetzt schlecht bin. Wie viele Runden fahre ich denn? Ach, 5 Runden. Oh, hier sind schon wieder so Vorsicht, Vorsicht, Schilder, Zeichen. Oh, ja, die Kurven sind ja richtig nice, ne? Oh. Ganz schön was los. Ach ja, dann kommen ja wieder die Token. Oh, das war schon eine Runde. Warum sind denn da die Warnzeichen? Weil hier Kurven kommen ohne Pfeile danach, oder was? Okay, wo kann man denn hier überhaupt mal Tempo machen? Eigentlich nur an der Stelle, oder? Die ist hier an der Stelle ein bisschen enger. Danach geht's eigentlich. Ja, ja. Nerv mich nicht. Oh. Ich musste ein bisschen Abstand halten. Aber jetzt hole ich mir den. So. Da sind ja noch mehr da vorne. Shit. Ich wollte nicht innen lang. Das wäre wieder schief gegangen. Okay. Oh, ich bin erst am zweiten dran. Eieiei. Du bist nix, oder? Du warst eine Überrundung. Naja, es sind ja 5 Runden, genau. Da ist er. Bin ich schlecht in die Kurve rein. Aber den könnte ich noch kriegen. Allerdings. Boah, ich musste kurz auf die Anzeigen gucken, ne? Da war es schon wieder vorbei. Ja, nee, kein Nitro mehr. Okay, das wird nichts. Und auch vorsichtshalber kein Benzin eingesammelt. Okay, da werde ich noch ein bisschen kämpfen müssen in der Folge. Aber das war jetzt auch wirklich. Ja. So ziemlich das erste Mal. Das reicht ja, stimmt. Ich muss ja fürs Upgrade nur Dritter sein. Juhu. Okay, was können wir denn mal wieder machen? So. Tja. Worunter leide ich derzeit? Steuerung kann man eigentlich immer verbessern. Weil immer, also besser in der Straßenlage sein, ist eigentlich immer gut. Machen wir Steuerung mit Beschleunigung oder Steuerung mit Geschwindigkeit? Ich möchte es eher mit Geschwindigkeit machen. Weil es auch ätzend ist, auf der Geraden die Leute nicht zu kriegen. So, dann nehme ich nämlich die Aufhängung. Feder- und Alufederteller wurden unter extremen Bedingungen getestet, um maximale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und Ansprechverhalten in Kurven zu garantieren. Gekauft. Sehr schön. Okay. Dann geht's jetzt nach Videi. Ach, das ist ja die ganz einfache Strecke. Die hatte ich auch schon. Im Rookie-DLC. In der Rookie-Series. Okay, dann fahre ich mal einfach in Blau. Einfache Strecke, einfacher Lack. Oh, ein schlechter Start. So, und hier. Oh, muss man nur gucken, wie man vorbeikommt. Das ist das Problem. Oh. Ach ja, die Token. Jetzt geht es wieder um die. Wo waren die eigentlich in der vorigen? Erstmal gucken, wo hier Token kommen. Hey! Ja, ramm mich doch von hinten. Ich gucke erstmal, auf wie viel Strecke, wie viel Runden fahre ich eigentlich? Nur 3, das ist natürlich. Okay, hier sind nochmal Token. Fahren wir mal hier vorbei, das nervt mich. Okay, sogar ein Nitro geholt, sehr gut. So, wo waren die Token? Die waren doch hier am Anfang. Hier auf die Seite rüber. Oh, oh, da muss ich mich nochmal rechts halten in der ersten. Gerade nach Start, Ziel, wow. Und irgendwann muss ich nochmal Gummi geben hier. Vielleicht jetzt. Auch mal ein bisschen Benzin sammeln, warum nicht? Ja. So, letzte Runde, ne? Da steht's. Letzte Runde. Ah, das ist ja ätzend hier. Ah, mit dem. Nee! Oh.
So, ich bin die 1, okay. Dann geht jetzt nicht mehr viel schief, würde ich sagen. Hab zwar kein Nitro mehr, wenn jetzt nicht gerade einer von hinten nochmal reinballert, dann kriegen sie mich nicht. Die Kurven kriege ich hin. Dafür habe ich mein Kurvenverhalten. Würde ich mal sagen. Oh, das passt locker. Okay, da sind wir drin. Sehr schön. Das war ein leicht verdienter erster Platz. Auch die Token waren nicht allzu fies. Hätte man ja auch in eine Kurve reinknallen können. Weiß gar nicht, wann es das nächste Auto gibt. Aber zurzeit habe ich genug zum Ausprobieren. Okay, dann kommen jetzt noch drei Runden. Das kommt mir wieder sehr bekannt vor. Hatte ich die nicht gerade? Na, dann muss er ja jetzt klappen. Was gibt's noch? Lila, rot, schwarz. Immer rot. Rot. Ist ja wieder ein Start, von dem man nicht so viel hat. Oh, ja, Leute. Hallo! So, allerdings habe ich jetzt hier nicht die schlimme Karre, ne? Das heißt, ich müsste wirklich gut durch die Kurven kommen. Wenn da nicht... Oh, das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Wenn da nicht die Konkurrenz... Was ist denn hier? Schon wieder Nebel. Na gut, kann ich mit umgehen. Oh, also Schnee. Oh, hier sind die Token. Ach, du. Oh, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Ih, das ist ja ekelhaft. Oh, und hier auch nochmal Token. Okay. Okay, verstehe. Ah, das mit den Wetterverhältnissen haben sie nicht schlecht gemacht. Da kann man nochmal ordentlich strugglen. Ja, jetzt habe ich mir die Token aber nicht merken können. Egal. Bin nur 5. Da kann ja wohl nicht wahr sein. Da war noch ein... Noch ein Nitro. Wo kommen die Token? Wo kommen die Token? Ha! Einen verpasst. Ach Mann, was willst du denn hier wieder? Das ist doch nicht zu fassen. Oh, und die kriege ich niemals. Die werde ich niemals kriegen. Also jetzt nicht in dieser Runde. Wenn ich es nachhole, ja. Erstmal will ich hier Erster werden. So. Okay, das klappt eigentlich ganz gut. So, dann einmal Token rechts. Ah, kein Nitro geholt. Irgendwo rechts. Auf einer etwas seichteren oder direkt auf der Geraden. Fast Geraden. Hier. Nochmal an dem Ding vorbeigefahren. Aber gut, die anderen kriege ich sowieso nicht. Wenn ich es jetzt kriege, wird es ärgerlich. Die waren irgendwo in einer... Ja, hier. Oh, das ist eine fiese Kurve. Da kommst du gerade raus. Nee, das wird schwer. Aber die Sichtverhältnisse können einem dann irgendwann egal sein. Ach du Schreck. Wenn man die Strecke kennt, dann muss man dann nicht mehr so auf Optik achten. 6000. Sehr schön. Oh, jetzt wird schon Indien freigeschaltet. Dabei habe ich noch nicht mal mehr die... noch nicht mal die Vereinigten Arabischen Emirate. So, was kommt jetzt rein? Modus Meisterturnier. Oh. Na, da kommt noch so einiges. Ich bin noch bei den Abenteuern. Hallo? Gut. Dann jetzt Reykjavik. Hat man schon mal gehört. So, ich habe schon... Wir machen mal einen Sneak Peek. Ich habe schon... dieses Auto freigeschaltet, was sehr geil aussieht. Das ist der Zeus, den gab es für 100% Griechenland. Da können wir ganz gespannt sein, obwohl der ein schlechtes Handling hat, wie ich schon wieder sehe. Und den nächsten gibt es bei 6700. Also so schnell wird der nicht kommen. Ich mache jetzt erstmal noch tatsächlich mit dem Staubteufel weiter. Seid ihr mir mal nicht böse? Mal in schwarz. Wobei, Teufel muss eigentlich rot sein. Lila hatte ich auch noch nicht, oder? Ich mache mal lila. Also für die heutige Folge fange ich kein neues Auto mehr an. Nordlichter. Ja, sehr schöner Hintergrund. Ich kann bloß nicht drauf achten. Ich sehe es dann immer in den Videos. Oh. Boah. Was für Kurven. Und dann noch die Konkurrenz hier. Oh,
Kurve ist seicht, bis sie dann fies wird. Hier schlängelt sich's wieder. Ah. Oh, diese Nitro... diese... Da. Oh! Fahre ich euch nicht schnell genug? Ja, hey! Oh. Man kann überhaupt nirgendwo ausweichen und dann noch auf Token achten. Das ist brutal. Ja, da waren auch wieder welche. Shit. Okay, hier ist der Pulk wieder eine Katastrophe, muss ich sagen. Dabei bin ich noch nicht mal besonders weit vorne. Oh, und die Token so außen. Okay, in der Kurve und außen ist es richtig, richtig hinterhältig. Die waren mittig, die konnte ich kriegen. Mann, lasst mich doch mal in Ruhe. Wie viel Nitro habt ihr denn so? Oder war ich schon wieder zu zaghaft in der Kurve? Jetzt habe ich sie außen erwartet. Oh, hier sind eine Menge Token verteilt. Das ist richtig, richtig Mist. Okay, letzte Runde. Shit! Die Schlängelkurven. Überhaupt nicht dran gedacht. Ich wollte den Gegner jetzt kriegen. Oh, die sind echt happig, ne? Ach! Okay, das lerne ich 10-mal auswendig und dann geht es vielleicht irgendwann. Wo bin ich denn? Oh, das ist aber der erste. Okay. Zumindest den habe ich jetzt mal für einen Moment bekommen. Okay. Diese Token, ey. Kannst du vergessen. Das muss ich wirklich alles irgendwie vorher abrufen, bevor die Kurve kommt. Vor allen Dingen auch, wann ich Tempo geben kann und so. Ja, den ersten zu machen war aber drin. Hälfte der Token. Da fehlen dann gar nicht so viele Punkte, ne? Also ein Token bringt eigentlich nur einen Punkt. Wenn man jetzt mal nach diesen Punkten geht. Da sind die Plätze wichtiger, ob du jetzt auf dem 17. oder auf dem 2. landest. Okay, sternklare Nacht. Ich fahre ihn mal... Schade, dass es nichts Weißes gibt. Ich fahre ihn mal schwarz in der Nacht. Da ist das Wetterleuchten. War wahrscheinlich vorher auch schon da, aber ich habe nicht drauf geachtet. Boah, der letzte ist aber auch extrem langsam. Hab mir gar nicht die Strecke vorher angeguckt. Nein. Okay, die scheinen alle recht langsam zu sein. Oh. Naja, zumindest die hinteren, aber was heißt das schon? Vorne wird es dann wieder ein Krampf. Ein Kampf und ein Krampf. Oh, das war schon eine Strecke. Okay, aber gefühlt waren die Kurven nicht so viel. Nicht so fies, man hat nicht so viel Zeit nach vorne zu kommen. Das kommt halt in so kurzen Runden immer dazu, ne? Wo sind denn die Token? Gab's schon? Ach ja, hier. Stimmt, die gab's ja schon zusammen. Und wie viele Runden fahre ich? Kann gar nicht gucken. 4. Ah, Hilfe. Irgendwo muss auch mal Nitro raus. Shit. Mann. Okay. Hier ist die Konkurrenz das Problem. Ich merk's schon. Weil wo willst du hier vorbei, ne? Oh, warte mal. Ich bin ja schon ziemlich weit vorne. Haha. Jetzt kommen die Lahmärsche. Oh, Scheiße. Okay. Auf Token achten. Das könnte noch klappen. Eher rechts halten. Da, wo sie kommen. Was? Hier war auch noch eine Reihe. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, und da wieder außen. Okay, das hat auch überhaupt nicht geklappt. Scheiße. Na gut. Ja. Strecken und Token sind zum Auswendiglernen, aber die Konkurrenz war beherrschbar in so ziemlich allen Rennen heute hier. 8 von 15. Sogar über die Hälfte aber. Okay. Na gut, dann habe ich ja ein bisschen was zu tun, aber ich halte es wieder... für realistisch, das alles zu schaffen.
Beim nächsten Mal sehen wir uns dann mit der neuen Karre, also die jetzt schon neu ist. Ich habe wieder alles aufgeholt. Naja, ihr kennt ja den Modus. Dann gibt es wieder das Abenteuer am Anfang. Was für ein Abenteuer. Und hier bin ich jetzt bei 48% Island und das wird sich dann zum nächsten Mal auch geändert haben. Denn wenn man ein bisschen aufholt, gehen ja auch die Prozente hoch, ohne dass man neue Strecken gefahren ist. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.